Wo bist du gerade? Keine Ahnung. Bergheim. Bin ich in Bergheim gerade? Dieser Techno, der gestern bei mir zu Hause war, der meinte, ey, wir waren noch gestern verabredet. Ich meinte, hä, wer bist du? Und er meinte, wir kennen uns Digga, doch. lass einfach rausgehen. Du kannst es mir gleich weitererzählen. Aus dem Bergheim kennen wir uns. Dieser Techno. Was hat er zu dir gesagt? Digga, wollen wir einfach rausgehen? Musst du mit? Kannst du mir gleich weiter erzählen. Okay. Hast du ein bisschen Geld? Nur noch Keta. Scheiße. Hotel. Weißt du, was das ist? Du hast all unser Zeug weggezogen. Was hat mir dieser Techno gegeben? Hey, hey. Das ist Kürbissirup. Wir haben nichts. Es ist wie Trauben gegärt. Es ist Kürbissirup. Weißt du, Mann, wir brauchen. Digga, wir brauchen Geld, Mann. Was machst du? So. Ein Kumpel von mir hat mir gesagt, wenn ich wirklich Probleme habe, soll ich zu ihm kommen. Er hat gesagt, dass das ein Scheißjob ist. Dass es der Job ist, den man niemals machen sollte, außer man hat keine andere Wahl. Er hat es mir gesagt, weil er ein Kumpel von mir ist und weil er weiß, dass ich in so eine Scheiße reinkommen würde. Vor allem mit dir. Lass uns jetzt losgehen. Was machst du? Wie viel Geld brauchen wir? Was machst du? Ich habe dich gefragt, was du machst. Was du machst, habe ich dich gefragt. Was machst du? Johann! Till! Digga, ich verliere langsam meinen Verstand, wir müssen losgehen. Junge! Digga, ich hab dir gesagt, der kommt jetzt in 2 Stunden. Wir müssen jetzt losgehen. Wir können nicht losgehen, ohne wenn die Ware kommt. Warum so zu reden, als würde irgendwelche Ware kommen? Digga, dann kommt du dieser Junkie. Du hast all unser Zeug verraucht, dann kommt ver dieser Junkie von Kreuzberg bis. Hör auf, du Scheiße! Hör auf! Du hast alles verkackt, du hast alles zerstört. Warum? Und ich versuche uns jetzt beide da rauszuholen, weil wir beide dran wären. Hör auf, so cool zu reden und sag einfach: Ja, okay, los geht's. Bitte hör auf, so auf cool zu tun. Ich bin nicht cool, du bist nicht cool, wir sind beide 2 scheiß Loser, die hier sind, ohne Geld. Du bist noch ein scheiß Junkie, ich höre irgendwelche Stimmen. Guck mal an, wie behindert wir sind. Wir sind behindert. Digga, immer habe ich meinen eigenen Schabare nicht gegessen, ja? Du Schuchtel. Hör auf, wirklich. Hör auf, mich hier runterzumachen. Digga, Arnold, du Schuchtel, weißt du noch, als du das gemacht hast, Digga? Ich heiß nicht so. Ja, so hör auf, mir solche falschen Namen zu geben. Ich verstehe nicht. Was machst du? Komm, lass jetzt losgehen. Digga, dann ich sag dir ehrlich, wenn wir heute Club gehen, super Weiber. Digga, nenn mich nicht so, das ist nicht mein Name. Okay, Bruder. Ich sag dir eine Sache, wenn wir in den Club gehen, du musst immer eine Sache noch im Kopf haben. Nein, 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 jetzt kannst du dich. Wenn wir uns eine Frau kennen, du musst immer noch ein Assewärme haben, Bruder. Digga, ich sag dir, Bruder. Hör auf, dumme Sachen zu reden. Setz dich hier neben mich. Nein. Setz dich hier neben mich, Mouchiri. Ja? Komm noch einmal mit solchen Jokes, die Moxie. Und dann. Wirklich.
Dann verkaufe ich dich auf eBay. Ich mach mal Licht aus, Bruder. Du hast keine Klasse, Bruder. So ein Putin gleich gewinnen, oder wie? Wie heißt ich wirklich? Putin. Glaubst du, Putin kriegt meinen ganzen Post? Und die Leute in der Ukraine sollen schon mal sterben. Wenn schon, dass ich was sehe und nicht, dass ich nichts sehe. Ja, Bro. Ich glaube, wir sollten aufhören, so zu reden. Du weißt genau, die nehmen uns nicht ernst. Komm mal bitte. Dieser Dokumentateur. Wie ist das hier in der Wand? Guck mal, da ist die Kamera, sagt er mal. Wie ich selbst sage, Digga, wir brauchen Kabel jetzt. Mach da ganz normal eine Bewegung. Was soll das für Schmose? Und ich lasse mich sagen, warum kriegst du den Modus so bekommen? Die Teams zahlen das auch wieder. Zwing ihn in deine Klappe, Digga. Wir werden jetzt einfach diese Scheiße abziehen und danach kannst du wieder der behinderte Dealer-Typ sein, der du willst. Welchen Scheiß abziehen? Er nimmt es irgendwie nicht ernst. Scheiße gefunden. Ich glaube, macht er die Scheiße mit dafür missfressen, ne? Warte. Immer er und seine Witze. Johann, hör auf mit den Witzen. Scheiß Narzisst. Du bist ein Narzisst. Du Arschloch. Ich nehme dich jetzt nicht mehr Tee und du nennst dich auch nicht mehr. Wir werden jetzt einfach diesen Scheiß dran. Ardan. Ich nenne dich nicht mehr Ardan. Und du nennst dich nicht mehr Tee. Okay, wie viel kriegen wir raus? Nicht viel. Das ist eigentlich dieser Typ, der uns hat verfolgt. Siehst du genau? Ist doch niemand. So, du weißt, ich kann das nicht gut mit ihm reden. Du musst mit dem Typ reden. Das muss aber ich sagen. Du musst sagen, wir wollen den Job und wir wollen so schnell wie möglich. Wir haben alle Risiken, ist uns egal. Wir haben uns schon öfters gemacht. Lüg einfach. Wir nehmen ihn direkt. Wir sagen, wir haben alles Werkzeug, wir haben nichts, egal. Tu einfach so. Und du darfst niemals so Angst oder Schwäche zeigen. Und wenn du zu Blanco. Wenn du zu Blanco hingehst, sag ihm einfach, ey Blanco, ich bin's, du kennst uns. Er wird es abstreiten, er ist so ein tierrichtiges. Ja, Blanco gibt nie was. Er wird es abstreiten. Er hört dir nicht zu. Digga, hör mir zu. Blanco ist so ein richtiges Tier und du musst einfach darauf beharren, dass er es ist. Er denkt, er weiß alles besser. Digga, wie guckst du mich an? Denkst du, du weißt alles besser? Komm jetzt. Digga, Blanco ist der beste Typ, ich sprich ihn einfach an. Ja. Oder welcher der weiß Blanco? Keine Ahnung, wir ziehen einfach durch, Digga. So, jetzt. Da unten ist er. Lauter. Da unten ist er, siehst du Blanco? Der da, mit der Frisur. Was ist da im Moment? Du weißt, ich krieg sowas nie hin. Du hast deine Schublade vergessen. Ja. Okay, komm. Er hat extra die Schublade mitgenommen. Ich hoffe, er will keinen Stress anfangen. Okay, aber wir sind ein Team, ne? Was hat er gesagt? Was hast du schon gemacht? Dicker, keine Ahnung. Aber wie war er so? Wie war er so drauf? War er so ein Dings da so ein richtiger? Er sah so cool aus. Ja, er hat viele Kontakte auch mitgenommen. Ah, und er denkt, jetzt weil er mit ihm geredet hat, hat er auch viele Kontakte, ne? Digga, seit wann bist du der Coole? Nur weil ich nicht mit solchen Leuten reden kann. Guck mir doch mal in die Augen. Komm, setz dich hin. Okay, hat gesagt, wir treffen deinen Typen, ja? Der ist Maru.
Maron, ja, okay, Maron. Gut. Und du musst. Maron, Maron hieß er. Er ist Maro. Und du redest mit Maron, ja? Warum muss ich mit ihm reden? Weg. Digga hat gesagt, du musst mit Maron reden, damit er uns beiden vertrauen kann. Er meinte, ich bin loyal, ich bin vertrauenswürdig, Digga. Er hat gesagt, diesen Job, er kann diesen Job nur zwei Jungs geben, denen er vertrauen kann. Hast du verstanden? Ja, du machst das, ja? Ja, ich weiß nicht. Komm, Digga, du weißt, ich bin schleißig. Ich kann das nicht. Digga. Erinnerst du dich nicht immer, wenn ich vortrage? Digga. Ich muss mit dir. Junge, wir haben nichts zu essen. Sprich deutlich und lauter. Wir haben kein Essen im Magen, Digga. Wir haben kein Weed im Joint. Ja? Du hast recht, wir holen uns das scheiß Geld jetzt. Und das geht gut. Ja, denkst du, bist jetzt ein großer Junge, hä? Weil du große Töne spuckst. Mhm. Naja, wir holen uns das. Safe, ja. Glaub an dich, Junge. Ja, klar. Ja, du bist jetzt ein großer Junge. Machst dein eigenes Geld. Illegal, ja. Aber nur wenn Papa dabei ist, ne? Nur wenn Papa dabei ist. Schön, dass du dabei bist. Ey, Bruderschaft. Ohne dich weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, echt. Manchmal dachte ich, deine Schwester ist zu geil. Aber ich dachte, wenn ich die Schwester von meinem Bruder ficke, ficke ich ja meine eigene Schwester, ja? Du bist echt ein Wahrer. Ja, Bruder. Bleiben wenige von uns. Ich hatte zu viele Fake-Gangster als Freunde. Von alle Snitches. Sie haben mich auf der Straße immer alleine gelassen. Ich sag dir eine Sache. Halt den Kreis klein. Halt den Kreis klein. Hast auch ein paar Kontakte geknüpft, ne? Freut mich für dich, hast du gut gemacht. Digga, er kommt aufs Land weiter. Warum sollte ich diesen Typ ansprechen? Brauch mir solche dummen Befehle zu geben. Sag jetzt, was wirklich der Plan ist. Maron. Maron. Hieß der Maron? Hast du den gefragt, ob er Maron hieß, ne? Nein, du Mendek. Komm, Maron. Check, rette den Fahrstuhl. Wow, ich würde meinen, der Fahrstuhl steht da. Fertig so. Ach, das war mein Fuß. Vielen Dank. Alles okay bei eurem Fuß? Woher kommt ihr? Spanne. Spanne? Nee. Tür schließt. Was macht ihr? Abreise. Ah. Nein, ich hatte Geld für Spanien. Wo warst du? Ich habe Spanien. Nicht Spanien. Ich mag Spanien, sag ich.
Also Sie sagen? Alles gemacht. Wo sollen wir jetzt hin? Die hat doch gesagt, du musst zu Omaron gehen. Hat er doch gesagt. Omaron. Sprich lauter, sprich selbstbewusst. Okay, wir gehen jetzt zu dem, er meinte ja links um die Ecke, ne? Ja, Digga. Okay, komm, Bruder. Hör auf, mich so zu nennen. Okay, links um die Ecke. Pass auf. Ich pass auf gar nichts mehr auf, ja? Digga, was juckt mich so ein Auto? Ja, ja, Mann! Komm noch. So, komm. Krücker Typ, ja, Mann, geh rüber, Mann. Pass auf, was machen? Schnell, schnell. Was willst du machen, hab ich gefragt. Was du machen willst. So. Was willst du machen? Sorry, Bruder, ich weiß auch nicht, was ich will. Lass diese Sache einfach bitte beenden. Ja, bleib du selbst. Und dann haben wir es geschafft. Und dann können wir endlich wieder was rauchen. Das wäre so schön. Ich würde mich darauf richtig freuen. Wenn du wieder was rauchen kannst. Lass uns den Scheiß rauchen aufhören, Digga. Das macht den Kopf so kaputt, Digga. Kaputt! Wirklich. Du weißt nicht... Kaputt macht es meinen Kopf! Du weißt nicht, wie es mir gerade geht? Scheiße geht's mir! Digga... Richtig scheiße! Bitte glaub an mich so weiterhin. Digga... Du schaffst das, ja? Wann bist du so eine Muschi geworden? Wann bist du so eine Muschi? Zieh weg! Zieh weg. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Danke. Nur weil er so emotional wird, musst du auch emotional werden. Komm, komm, ich bitte dich. Hat dich dein großer Bruder so erzogen? Ob dein großer Bruder dich so erzogen hat, hab ich gefragt. Ich muss hier hinpissen. Digga, was willst du eigentlich in den nächsten Jahren so machen? Oder keine Ahnung. Hat alles keinen Sinn, ja. Oh, doch, Digga, du hast Potenzial, weil du hast diesen Willen. Ich hab das nicht. Du hast so diesen Willen, durchzubeizen. Digga, mir läuft die Pisse auf die Schuhe. Wo ist mein Wille, ne? Digga, passiert jedem Mal, du weißt. Die Schamhaare. Ich bin auch nicht stolz drauf. Aber du hast jemanden gegessen wie Mann. Ja, du hattest sie im Mund und hast sie runtergeschluckt. Und ehrlich. Ich hab die Wette verloren und hab mich dran gehalten. Wie ein Mann, ja? Ich würde dir jetzt Check geben, aber es wäre ein bisschen komisch jetzt. Wieso? Ich mach das nach dem Scheißen immer. Ja, genau. Ich gebe ihm Check. Dummes Arschloch. Der hört eh auf alles, was du sagst. Komm, mit deiner vollgewichsten Hand, mach es. Na los, biete sie ihm an. Helf eine Hand, gib eine Hand. Na los, gib sie ihm. Gib ihm Check. Du sollst ihm Check geben, habe ich gesagt. Komm, gib Bruder. Check, Bro. Ich geb dir jetzt keinen Check, Digga. Ehrenmann, weißt du? Wirkt, als wäre so eine Schmucke in meinem Kopf, die mir das sagt, Digga. Ich höre nicht, als du Scheiß, Digga. Digga, was? Digga, du glaubst das nicht, aber seit so Wochen verfolgt mich auch so eine Stimme. Wirklich, mich auch. Digga, weißt du noch, als wir vor 2 Wochen, als wir so einen richtigen Tiefpunkt hatten? Bisschen lauter reden. Der Tiefpunkt ist noch nicht überwunden. Aber jetzt geht's bergauf. Ja. Was? Sinne des Wortes. Berlin. Wann? Wo ist der Sinn? Der Sinn liegt darin, dass man in den Momenten, wo man ganz unten liegt, wo die Füße nicht mehr können, dass man da noch weitermacht. Leben und leben lassen. Dass man dann sich einen Lehrer sucht oder wie du jetzt so einen Kumpel halt. Ich bin echt glücklich, dass wir das machen. Digga, du wirst Maron schon ansprechen, ja? Klärst du das mit Maron? Und der Job wird einfach, sagt er. Hat der Boss gesagt. Wie hieß er noch gleich? Ich hab seinen Namen vergessen. Blanco. Blanco, Digga. Blanco, was ein Mann, ja? Was hat er nicht alles? Ehrlich zu sein, ich hasse diesen Typen. Ich hasse Manuel, ich hasse Blanco. Ich hasse es, dass wir jetzt seit 2 Jahren so reden müssen, weil wir sonst nicht respektiert sind. Ich will einfach zurück nach Karlsruhe und
noch mein altes Leben wieder. Wirklich, warum sind wir hierher gekommen? Weil die uns rausgeschmissen haben aus der Uni, Mann. Digga, niemand hat uns rausgeschmissen. Ich weiß doch genau, der Tag, als ich diese scheiß Cap gekauft habe und wir gesagt haben, dass wir jetzt Gangster werden. Und was sind wir geworden? Scheiße, warum sind wir auch weggefummert? Berlin ist viel zu groß. Guck hier. Irgendwo in einem Park baut jemand einen Zaun auf, Digga. Was soll das? Warum brauchen wir Grenzen, hä? Wer ist da eingeschmissen? Digga, hör jetzt auf mit diesem komischen Rumgerede, bliebe, blabbeliblub. Wir machen das jetzt. Karlsruhe ist Vergangenheit. Und red nicht nochmal davon. Okay, Digga, du sprichst Maron an. Und der sagt uns, wo der Job stattfindet. Und dann machen wir das, Digga. Ja, warte, warte, warte. Ein für alle Mal, warte, ja? Warte, warte. Hey, Leute, was geht? Schön, dass ihr hier seid. Ich bin's, Maron. Yo! Also. Digga, verpiss dich. Also, ihr wisst ja, wie der Hase ausläuft. Ihr müsst ja jetzt nach oben, ne? Und dann, der ist der Kunde da, ne? Ja, ja, mieter Spaß. Hat er euch auch erzählt, ne? Also, okay. Ich sag, was soll er sein? Ich sag euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Also, ihr dudelt da jetzt nach oben. Das ist so ein Weg von, naja, 10 Minuten, ne? Und da ist jemand mit rot, blau, braun, irgendwas sieht die Richtung in seine Haare. Und dann geht ihr einfach zu dem hin und dann sagt ihm, ja, ne, und dann gibt er euch das Zeug. Und wenn er es euch nicht gibt, dann ist nicht so gut. Aber ihr müsst es irgendwie kriegen, ne? Es ist so eine weiße Tüte. Halt mal die Luft an, wo ist dieser Maron? Ja, ganz oben. Und wer bist du? Ich bin der Mittelsmann. Ich bin der Theo. Hallo. Naja, so viel dazu. Also dann bitte gleich nach oben, wir sehen uns dann in 20 Minuten oder so. Und dann bis dann, ne? Gute Arbeit. Digga, miesester Spaß, dieser Kleiner. Miesester Schwuchtel, ja. Ich wette, er kommt aus Karlsruhe und so eine Scheiße, irgend so ein kleinen Scheißstadt, Digga. Das ist ja blank. Nicht aus Berlin. Wir kriegen alle, ja. Aber er hat gesagt, da hoch. Bruder, hier ist dieser Totenkopf-Ort, von dem ich dir erzählt habe. Nein. Da sind die Gefangenen so nass geworden. Hey, gut, der hässlich ist da oben, ja? Du bist so lustig, Digga. Wie hieß er nochmal, Digga? Ich hab wieder vergessen. Marlon. Maro. Mora. Na, Maro. Maro. Marius. Marius, mein Vater. Marlon. 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 Ist die, wo Marlon ist? Ist Marlon gesehen oder so vielleicht? Was? Marlon? Ja, sorry. War der nicht schon auf dem Weg nach unten? Also der war doch mit den ersten auf dem Weg nach unten, oder? Ich weiß nicht, ja, also, ich gehe davon aus, wenn er hier oben war, dass er einer mit den ersten nach unten war. Scheiße, die Bullen, Mann. Fuck, fuck, fuck. Die Maler haben schon mitgenommen. Fuck, wir müssen gleich mal machen. Oder? Mit den, Digga, die sind da hinten auch mal. Komm mal mit denen. Ja. Wir sind da. Ich hab diesen Weg, Digga. Bruder. Scheiße. Ja, wir müssen laufen, es geht nicht. Wo kriegen wir jetzt das Geld her? Digga. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Zug. Und fahren weg hier. Vorhin? Digga. Scheißegal, irgendwo hin einfach. Du musst doch auch was davor gegeben haben. Vor dieser Stimme. Ich
wir machen so einen Anhalter. Ja. So, Bruder, wir nehmen alles mit. Okay. Okay, diesen Bruder. Einen Typen in der Wohnung. Der eine Typ mit dem ganzen Bargeld im Schrank. Digga, wir nehmen das alles mit, wir gehen direkt. Das fällt ihm nicht auf. Dann zahlen wir davon die anderen Schulden und dann verfolgt uns keiner. Und der kennt uns nicht. Okay? Aber wie kommen wir in die Wohnung? Ohne dass er uns bemerkt. Wir haben ja den Schlüssel, Digga, in der Wohnung. Digga, du meinst von meinem Mitbewohner? Ja, Digga, genau von dem. Nein, Digga, wir können doch nicht das Geld von Jonathan nehmen. Nicht von Jonathan, von Hassan. Von Türken. Du bist ein Rassist, der geilste Schwurer. Wegen dir kommt AfD und so. Ja, okay, und jetzt? Wir sind trotzdem noch gefickt, oder nicht? Wir lassen ein scheiß Geld nehmen. Scheiß Fick AfD. Ja, Fick AfD. Fick Hassan. Feier Geld. Fick alle, die Geld haben. Fick alle, die Geld haben. Okay. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Wir gehen jetzt einfach an. Digga, ich lasse alles hier, was zu diesem Ort gehört. Digga, der kommt nicht mit. Scheiße. Genauso wie die Schuhe. Okay, geh erstmal in die Toilette. Geh erstmal auf die Toilette. Du meinst, du musst auf den Klo. Nein. Ja, du musst auch mit. Nein, nein. Wir haben kein Ticket. Alles gut. So, fick dich. Wir sehen uns nie wieder. Du hast mich auch abgezogen. Ich erinnere mich genau. Rosenthaler Straße. All die Scheiße, die du mir angetan hast. Ich wünsche dir viel Spaß. Das ist Endstation. Du wirst fucking nochmal in den scheiß Endstationbahnhof kommen und diese Züge stehen da für einen Monat oder so. Und niemand wird kommen und die reinigen, weil die hier nie die Sache reinigen. Deswegen ist es immer so dreckig. Und du wirst da drin sterben und verdursten, du Hurensohn. Warum hast du mich auch gehasst? Digga, nimm mir einen guten Grund. Niemand hat mich gehört. Nein, nein.